Herzlich willkommen zum Wort des Tages. Ich möchte euch heute eine eigene Übersetzung der Ich-Bin-Worte von Jesus vorstellen. Die Ich-Bin-Worte hat Jesus im Johannesevangelium gesagt, um seinen Jüngern zu sagen, wer er ist. Wie bin ich nun darauf gekommen, eine eigene Übersetzung zu schreiben? Diese Woche habe ich mich mit einigen Menschen unserer Kirchengemeinde ausgetauscht, die, wie ich, im Alpha-Glaubenskurs unserer Gemeinde mitarbeiten. Wir haben wieder festgestellt, wie schwierig es ist, für Menschen, die beginnen, in der Bibel zu lesen, zu verstehen, was gemeint ist. Für Menschen, die damit anfangen, kommt die Sprache in der Bibel manchmal wie eine Fremdsprache daher. Gäste unseres Kurses sagen uns manchmal, das ist, als wenn wir ein eigenes Vokabular lernen müssten, als wenn es ein christliches Vokabular gibt. Ich habe mich jetzt hingesetzt und habe versucht, diese Ich-Bin-Worte zu übersetzen. Aus meinem Herzen heraus geleitet habe ich etwas aufgeschrieben und hoffe, dass diese Worte eure Herzen berühren. Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Nahrung für deine Seele. Ich bin die Liebe. Ich sorge für dich im Leben wie im Tod. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Sinn des Lebens. Ich erhelle dein Leben, gebe dir Orientierung, Durchblick und Trost. Und ich diene deinem persönlichen Wachstum. Jesus sagt: Ich bin die Tür. Ich bin der Zugang zu Gott. Der Schlüssel ist dein Glauben. Ich lade dich ein, den Glaubensweg, das Glaubenslabyrinth, mit mir zu gehen. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Ich bin dein Coach, dein Lebensbegleiter. Ich kenne dich sehr gut. Ich passe auf dich auf und bin immer für dich da. Ich zeige dir den Weg zu einem gesunden, zufriedenen und sinnerfüllten Leben voller Liebe und Frieden in einer Gemeinschaft mit mir und mit anderen. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich biete dir die Eintrittskarte ins Paradies. Ich gebe dir die Gewissheit für ein Leben nach dem Tod und schenke dir Hoffnung und Zuversicht. Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich teile mit dir die Wahrheit über Gott, so dass du ihn erkennen kannst. Ich mache Gott für dich sichtbar, greifbar und erfahrbar. Ich bin jedoch nicht nur dein Wegweiser und dein Kompass, ich bin vor allem deine Brücke zu Gott dem Vater und zum geistlichen ewigen Leben. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock. Ich weiß, dass du allein, oft verwundbar, kraftlos, hilflos, liebebedürftig und bedürftig nach Sicherheit wahrgenommen und angenommen werden bist. Ich schenke dir als meine Nachfolgerin, mein Nachfolger, Energie und Lebenskraft durch eine innige, fortwährende, ewige Beziehung der Liebe. Ich verspreche dir, dass dein Herz durch mich Ruhe findet bei Gott und dass du genauso, wie du bist, von Gott gewollt bist, dass du für ihn wertvoll bist, dass du von ihm geliebt wirst. Gott freut sich über dich und ist begeistert von dir, denn du bist sein geliebter Sohn, du bist seine geliebte Tochter. An dir hat er Wohlgefallen. Amen.